Da sind wir also. Plötze ist auch schon da. Komm schon, Plötze. Ist ready. Ready to fight. Wir machen uns auf den Weg zu dieser Kapelle. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal waren. Könnte ich jetzt nicht behaupten, ehrlich gesagt. Wir werden es gleich sehen. Oh, es ist eine Höhle. Dann waren wir hier hundertprozentig noch nicht drin. Interessant. Dann schwimmen wir hier mal ein bisschen entlang. Okay. Wir sollen... Genau wie der große Bettler es beschrieben hat. Aha. Mertens Kapelle muss in der Höhle sein. Großkuffers. Mars? Die Kapelle muss in der... Oh, krass. Ich speichere mal gerade ab. Wobei, muss ich überhaupt... wo ist meine Lebensanzeige? Ich sehe sie gerade nicht. Egal. Ich speichere mal gerade ab. Eine verborgene Kapelle. Das wäre interessant. Also, das ist echt interessant. Mal gucken. Hier soll es ja auch böse... Was? Was zum Henker? Hallo? Verdammt, was ist denn hier los? Was passiert hier? Ich sehe nur noch vernebelt. Es ist ein bisschen... Alter, was geht denn hier ab? Reden, junge Frau. Finstersenke, Seide Illigard. Nackte Frauen in einer Höhle? Das stimmt was nicht. Sind das etwa unsere Gelüste hier, die wir sehen? Alter, wow! Was zum Henker war das denn? Oh mein Gott. Okay, ist ein bisschen dunkel. Ich muss mit Fackel kämpfen. Hinter mir, oh mein Gott. Wow. Alter. Oh, mehr Bruxer. Wenn die in unsere Falle tappen, ist alles gut. Direkt zwei. Eine hätten wir. Ah, die zweite kommt. Wow, Alter. Eine nackte Frau, Alter. Das konnte ja nicht gut gehen. Komm her. Oder ich komm zu dir. Geh da. Können auch Halluzinationen gewesen sein. Ja. Gekämpft haben sie aber ziemlich handfest. Ja, ja, das habe ich gemerkt. Aber die haben auch nichts hinterlassen. Komisch. Haben wir gegen Halluzinationen gekämpft gerade? Moment, ich gehe mal gerade hier hin. Gucken, was es hier gibt. Das sieht tatsächlich so aus, als ob wir hier hin müssen. Okay, dieses Gas, was hier rumschwirrt, das ist doch niemals... Das ist doch niemals normal. Gott. Ich hoffe, wir kommen hier heil wieder raus. Was haben wir denn da? Rohes Kupfererz. Vielen Dank. Ansonsten gibt es hier nicht wirklich viel. Ja gut, wir kommen in dieselbe, in dasselbe Höhlensystem wieder rein. Alter. Boah, als sie angegriffen hat. Das war schon echt krass. Da ist der Bettler. Was? Jetzt sag mir nicht, wir müssen gegen alle kämpfen hier. Alle sind sie mir weggestorben. Bettler? Hier? Das muss eine Prüfung sein. Oh, hier liegt... Hier, hier liegt Gold rum. Okay. Okay. Okay, ich soll den Almosen geben, ne? Oder eben nicht geben. Doch, doch, wir geben ihm Almosen. Wir geben jedem einzelnen Almosen. Bettler. Wende nicht den Blick ab, Herr. Hilf mir. Natürlich, mein Freund. Bitte sehr. Dafür lagen hier diese 50 Goldstücke. Almosen für die Armen. Aber natürlich. Bitte sehr.
Aber hol dir keinen Alkohol davon. So, dem auch Almosen. Sind wir jetzt würdig? Was jetzt? Sind wir jetzt würdig einzutreten oder nicht so? Ist hier noch irgendwas? Nee. Alter, das ist ja... Hier kommen wir einfach nur zurück. Moment, was? Such die verborgene Kapelle. Ja, ja, will ich ja. Habe ich hier irgendwas übersehen? Soll ich die Feuer mal ausmachen? Ich weiß nicht, was es bringt. Wahrscheinlich gar nichts, oder? Nee. Irgendwie hat das alles nichts gebracht. Ha. Das ist ja strange. Moment. Ich gehe mal gerade hier. Und komme mal wieder zurück. Sind ja wieder da. Nee, es ist keiner da. Hä? Okay, Moment, Moment, Moment. Das muss doch eine logische Erklärung haben. Oder wir gehen einfach weiter. Wie wär's damit? Ja, ich schlaube aber. Ein Wildschwein. Was? Wo? Das ist über uns. Gott. Okay, wir gehen mal weiter. Wir haben die nächste Prüfung erfüllt. Nein, Mann. Alter, was denn los? Art. So. Okay, so, jetzt können wir wieder weiter. Es ist ein bisschen verwirrend hier. Vor allem jetzt mit diesem Wildschwein oben, weißt du? Wie will uns denn bitte dieses Wildschwein sehen? Oder spüren? Das ist doch kein übernatürliches Vieh. Naja. So, was ist denn da hinten? Geheimnisvoller Mann. Sieht aus wie Majoran. Nicht möglich. Was? Hi. Aufnehmen? Kann ich nicht mit dir reden? Keine Visionen mehr. Ich hoffe, das war's dann. Okay, dieser komische Dunst ist jetzt auch weg. Was kann ich denn hier untersuchen? Ist das vielleicht eine Art Relikt? Ist das vielleicht eine Art Relikt? Mertens Notizen und das Schema Manticore Silberschwert. Okay. Es ist vollbracht, also 17. Fane 1203. Ich habe die Höhle der Sorgen erreicht und bin ins heilige Refugium der verborgenen Kapelle gelangt. Ich werde niemals vergessen, was ich durchgemacht habe. Feuerspeiende Kreaturen haben mich angegriffen. Monstrositäten, die wie Kreuzungen aus Ertrunkenen und Endriagas wirkten. Männer mit den Gesichtern wilder Tiere. Doch Majoran gefiel es, mich diesen Torturen überleben zu lassen. Am Ende des Weges, hier in der verborgenen Kapelle, habe ich mich in Meditation versenkt und gleich erfüllte Majoran meinen Geist mit einer Vision von einem See, dessen kristallklare Wasser mich umgaben, meine Seele durchdrangen und sie von aller Bosheit reinigten. Als ich erwachte, war ich sicher, dass Majoran mir die letzte Station meiner Reise hatte bedeuten wollen, den See der Reinigung, in dem Majoran die Körper und Seelen seiner Jünger wusch. Auf Anraten jenes Wissenden, der als großer Bettler bekannt ist und dessen Weisheit ich im Majorans Tempel genießen durfte. Ich bete, dass er wohlauf ist und die Leute in seinem Dorf verstanden haben, dass er die Wahrheit spricht und niemandem Übles will, werde ich nun alles Dingliche hinter mir lassen, was mich noch mit meinem Vorleben verbindet. Das ist allerdings nicht so einfach, da es mich einst viel Zeit und Energie und große Opfer gekostet hat, diese Schemas zu finden.
Doch ich weiß, dass es der richtige Weg ist. Möge Majoran mein bescheidenes Opfer annehmen. Nun kann ich zum See der Reinigung reisen. Mein Weg ist schwierig und voller Gefahren. Doch er wird immer klarer und ich fühle ein Licht in meinem Herzen. Meine Sicherheit, dass es der richtige Weg ist, wird stark wie Eisen und hart wie Stahl. Gepriesen sei Majoran. Merton ist zum See gegangen, um endgültig zu sühnen. Das soll ich mir ansehen. Zum See also. Das ist der allerletzte... Das dürfte der allerletzte Punkt sein. Kommen wir jetzt hier irgendwie raus? Durch dieses Wasser hier oder was? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Was gibt's denn hier? Hornblatt. Interessant. Nicht. Okay. Nee, das ist nicht interessant genug für mich. Aber das da hinten, das hätte ich schon gerne. Was auch immer es ist. Rohes Kupfererz, vielen Dank. Komme ich hier irgendwie raus? Oder muss ich den ganzen Weg wieder zurück? Das fände ich schon ein bisschen blöd. Ich glaube, wir müssen... ja, wir müssen wieder komplett zurück. Silber nehme ich noch mit. Was ist denn mit diesem Relikt? Ist das vielleicht eine Art Relikt? Wie sieht denn das aus? Ich kann es nicht erkennen. Es ist einfach nur ein Schädel. Ich habe keine Ahnung, was daran Relikt sein soll. Wir laufen wieder zurück. Den gesamten Weg. Wir haben ein Schemata gefunden. Oh, wir sind in der Realität und hier liegen tatsächlich Monster rum. Das heißt, wir haben sie tatsächlich besiegt. Also, das ist jetzt meine Theorie. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. So, dann finden wir doch auch gleich bestimmt diese Bruxer, die wir erledigt haben, ganz am Anfang. Hier war der Teil, als wir den Bettlern das Geld gegeben haben. Okay, das war alles Einbildung. Die gibt es gar nicht. Okay. Und hier haben wir gegen die Bruxer gekämpft. Liegt hier noch einer rum? Ich sehe jetzt nichts, ehrlich gesagt. Wir gehen raus. Ich will hier raus. Es ist mir zu unheimlich gerade, muss ich sagen. So, einmal ins Wasser. Also. Das ist schon... Weiß ich nicht. Das ist irgendwie bedrückend, dieser Höhle gewesen. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwas da drin hat mich... schaudern lassen. Weiter so, Plätze. So. Okay, wir müssen jetzt wieder ganz woanders hin. Es ist ein sehr weiter Weg, den wir hier auf uns nehmen. Ich würde gerne hier nochmal zurück, um dort oben hinzukommen. Hinter dem Barsanehof noch. Ah, in diesem See. Okay, krass. Das ist schon ein harter Weg. Kriegen wir hin. Das bekommen wir hin, Freunde. So, und dann haben wir die komplette Ausrüstung, oder besser gesagt, die komplette Schema-Ausrüstung für die Manticore-Rüstung, für alle Ausrüstungen, besser gesagt. Und dann würde ich sagen, wenn wir dann Level 47 erreicht haben, gehen wir zu dem Großmeister, aber vorher nicht. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Wo war das jetzt? Hier oben. Der Barsanehof. Alter, das ist schon spannend, muss ich sagen jetzt. Also für diese Rüstung, für diese Schemas, ist es eine ganz andere Story. Es ist nicht hier von wegen, okay, geh hier hin, geh dahin. Es ist wirklich eine komplette Story. Das heißt, wir haben hier Untergrundkapelle gefunden, wo man gegen anscheinend Halluzinationen noch kämpft. So ein schmutziger Kerl. Ja, na klar. Feind. Oh, Freunde, seid doch nicht so unhöflich. Ich hab den Schmied hier. Ich muss mal meine Waffe aufbessern. Ich hab keinen Schmied hier. Ein Barbier habt ihr, stimmt. Das habt ihr, ja. Aber das ist, nee. Das möchte ich nicht. Weißt du was? Ich mach mal gerade. Ich hab doch, Waffen. So ein Set. So ein Reparaturding.
Da. Das würde ich dann gerne auf Dali anwenden. Oder ich sehe gerade, wir haben gar nicht die Runen da drauf geknallt vom Runenschmied. Ist egal. Wir erstellen uns sowieso neue Waffen. Warum zum Kuckuck steckst du dir die Kette in die Unterhose? Du denkst, was? Oh, das sehe ich nicht. Denk dran, es wird alles gerecht gedrittelt. Was? Tut mir leid, ich war schon immer so. Vielleicht liegt es an meiner Mama. Hör mir bloß mit diesem Mist auf. Hä? Wer seid ihr denn? Meine Herren. Heute kommt der Tod nicht holen. Okay. Umzingelt ihn. Ich dachte, wir können reden. Anscheinend nicht. Aua. Guck mal, hast du gesehen? Was? Mit deiner, kleinen Axt, weißt du? Da fliegt deine Axt. Ist mir schleierhaft, warum so viele Leute Selbstmord begehen, indem sie einen bewaffneten Hexer angreifen. Schön, dass er sagt. Gesicht, was nicht? Das ist genau das, was ich mich auch das immer muss frage. Der See sein, von dem Merten schrie. Ja. Idyllisch. Alter, wow. Die Kelche lasse ich hier, aber den Rest, der sieht mega aus. Ja, da haben sie was Schönes gefunden hier, aber das Wichtigste ist hier drin wahrscheinlich. Oh, Merten. Wo bist du, Merten? Was kann ich hier finden? Da sind irgendwelche Dinger. Irgendwelche Kisten. Ein Fass. Grüngold-Rubinring, danke. Wähles Runenstein. Goldener Teller. Was ist hier drin? Toussaint Ritterhandschuhe. Na, die brauche ich nicht. Was ist das hier? Oh. Oh, ich dachte gerade. Oh, Mertens letzter Brief. Und Manticore-Handschuhe. Ich gehe erstmal an die Oberfläche. Jeden Stein umgedreht. Ja, geil. Was? 32. Verein 1203. Ich habe das Ende meines Wegs erreicht. Ich, Merten, als Kind der Manticore-Hexergilde, gegeben, all ihren grausamen Mutationen, ihrer unbarmherzigen Schinderei unterworfen, höre am heutigen Tage auf, ein Hexer zu sein. Ich habe meine Pilgerreise beendet und mich von allem befreit, was mich an mein altes Leben band. Ach krass. Ich habe die verborgene Kapelle in der Höhle der Sorgen aufgesucht und überlebt, so wie wir. Heute bin ich wiedergeboren. Hier im See der Reinigung lasse ich das letzte Objekt zurück, das von meiner vorigen Existenz als Hexer zeugt. Mit ihm lasse ich auch meine Sorgen und Pflichten zurück. Ich werfe alles von mir, was ich war, auch meinen Namen. Von heute an heiße ich Chavel. Ich bin ein neuer Mensch, dank dir, respektabelster Majoran. Ich fühle, wie mein neues Selbst mich vorwärts treibt. In Lande und an Orte, die ich noch nie gesehen habe. Die guten Leute, die mir auf meiner Reise geholfen haben, sagten oft, ich solle auf meine innere Stimme hören und ihr folgen, denn so spricht Majoran zu uns. Ich werde mich nicht gegen sie stellen. Ich werde nach Norden gehen, nach Temerien, Adien, vielleicht sogar in die Drachenberge. Ich werde den Ruhm Majorans verkünden und gute Taten tun, wie der Prophet befohlen hat. Er lebt also noch. Ja, er lebt also noch. Krass. Hätte jetzt gedacht, dass wir hier seine Überreste finden. Aber... Nein. Was zum Henker tust du, Geralt? Mann, sei nicht so uncool jetzt. Das wäre also die letzte... Schemata, die wir gefunden haben. Finde ich gut. Wir haben jetzt keine Schatzsuche mehr. Von Ophis ferngestellt. Leck mich doch. Diese Scheiße. Okay, bis wir Level 47 erreichen, würde ich gerne noch eine andere Quest machen. Erst dann gehen wir zu dem guten... wie heißt er? Dem... Naja, ihr wisst schon. Dem Großmeister. Untersuche... sprich mit Jakob. Triff dich gegen Mittag mit dem Maler beim Westtor des Palastes. Oh, das haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Hexeraufträge. Das Monster auf Tofu. Finde François. Okay, ja, das ist schön und gut. Ich mache erstmal die 40er hier. Sprich mit Jakob. Weil das andere... Oh, auf Corvo Bianco sollten wir auch nochmal hin. Ja, wir haben ja sehr viel Geld. Aber das würde ich gerne behalten, bis wir neue Ausrüstung haben. Erst dann schauen wir, ob wir noch genug da haben, um unser Zuhause in neuen Glanz zu...
erstrahlen zu lassen. Das heißt, wir machen erstmal diese Rittergeschichten hier. Sprich mit Jakob, dem Holzfäller. Bei ihm waren wir mal kurz. Bin aber schnell abgehauen, weil ich wusste, dass es eine andere Quest ist. Nicht weit vom Castel Ravello fand Geralt den Aushang eines Holzfällers namens Jakob. Darin wurde jemand gesucht, der sich nicht vor Zauberei fürchtete und bereit war, einer Hexe entgegenzutreten. Das war dem Hexer wie auf den Leib geschneidert. Also machte er unser Held sich auf die Socken, um Jakob einen Besuch abzustatten. Wir brauchen noch 220 Erfahrungspunkte, Freunde. Das ist alles. Und dann können wir zu dem Schmied. Wo ist der eigentlich? Jetzt mal ernsthaft, wo ist der? Großmeisterschmied, direkt gefunden. Geil. Okay. Gut, dass es dran steht, nicht nur einfach Schmied. Das finde ich gut. Da ist er also. Also es ist nicht so schwer zu finden. So, wo wir aber hin müssen, das ist hier. Weingut Castel Ravello. Da gehen wir doch mal hin. Also, wir reiten nicht hin, wir machen die Schnellreise dahin. Wir haben schon alles abgesucht hier. Wie gesagt, wir haben gerade eine Trophäe bekommen, falls ihr es gelesen habt oben links. Jeden Stein umgedreht. Ich glaube, das Spiel möchte einem sagen, hey, du hast wirklich alles gefunden, Mann. Vielleicht aber auch die Schemas, die Schemata. Das kann natürlich sein. So. Ohne dich, Hexer. Ja. Ja, der Werwolf. Alter, ist ja gut, Freunde. Beruhigt euch. Ich krieg Geld dafür. Deswegen, das ist mein Job. So. Weingut Castel Ravello. Da gehen wir noch direkt hin. Und dann machen wir diese Jakobsaufgabe. Uns der Hexe in den Weg stellen. Mal gucken, ob wir die hinbekommen. Ja, ich denke aber schon. Wir sind sehr gut aufgestellt. Wir haben gute Ausrüstung, nicht die beste, aber Level 47, wenn wir das haben, dann kann ich euch versprechen, wir werden versuchen, die beste Rüstung herzustellen, die man machen kann, die man herstellen kann. Ich weiß nicht, ob es eine von den Großmeisterrüstungen sein wird, das weiß ich noch nicht. Du sagst es, Mann, du hast absolut recht. So, kommen wir überhaupt weg? Von hier? Das ist... Okay, hier vielleicht. Können wir hier hoch? Komm, komm, komm. Und dann hier rüber. Ich muss dann natürlich wieder den Kackweg nehmen. Von hier sterben wir, oder? Wenn wir hier runterfallen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir sterben werden. Ich tue es lieber nicht. Oh, oh, das ist so eine Krux, ne? Wieso kann der Typ nicht einfach da runterspringen, ohne dass er stirbt. Mann, Geralt. So. Plötze, ja, sehr zauber. Wo bist du? Hagediebe, Halunken, Drückeberger, Faulpelze. Ja, genau das bist du, mein Freund. Genau das bist du. Oh. Hey. Was denn? Okay. Sprich mit Jakob, dem Holzfäller. Dem Holzfäller. Hier müssen wir natürlich wieder komplett durch den Wald reiten. Es tut mir auch sehr leid, wenn man nichts sieht. So, hier dürfte er sein. Bleib noch etwas bei mir, edle Daphne. Tollplätze. Komm mal her. So. Okay, liebe Daphne. Göttern, halt durch, Fräulein. Fräulein? Welches Fräulein? Welches Fräulein? Was war denn das für eine Axt da in dem Baum? Bist du Jakob? Hi, Jakob. Bei Fußmoorhold. Platz. Wer will das wissen? Ich. Ein Hexer. Ich habe deinen Aushang gesehen. Warte mal. Ein Hexer, sagst du? Wie in Luis Herreras Sagen und Legenden? Beim grünblütigen Kobold. Was für ein Glück. Naja, aber das ist teuer. Weißt du, keiner glaubt mir, dass dieser Baum Daphne ist. Die verfluchte Dame aus der Sage. Was? Aber du könntest den Fluch brechen. Glaubst du an diese Geschichte? Bist du nicht schon etwas zu alt dafür? Bist du nicht zu alt, um an Gute-Nacht-Geschichten zu glauben? Soll ich dir das Maul stopfen, Hexer? Was? Wie alt ich bin, geht dich ein Schweinefurz an. Die Runde geht an dich. Und woran du glaubst, geht mich auch nichts an. Gut, dass wir uns einig sind. Okay, jetzt mal Scherz beiseite. Der Baum ist ein verfluchtes Mädchen? Wie kommst du denn auf sowas?
Wie kommst du darauf, dass ein verfluchtes Mädchen in dem Baum steckt? Tja, ich bin mit meinem Hund Morhold hergekommen, um ihn zu fällen. Hab mit der Axt zugeschlagen, sie tief im Stamm vergraben. Verflucht noch eins, da ist auf einmal Blut rausgequollen. Ja, das habe ich gesehen, ja. Mir ist die Kinnlade runtergeklappt. Aber dann wurde es mir klar. Das steht alles in Daphne, Gareth und die Hexe vom Luxfelsen. Lass mich raten. Aus Hereras Sagen und Legenden? Darauf kannst du einen lassen. Zweite Auflage, erweitert. Oktavformat. Nice. Ich kenne die Geschichten auswendig. Meine Oma hat sie mir vorgelesen. Schön. Bestimmt von vorne bis hinten. Und auch die Nachschrift. Du magst also Märchen, ja? Du hast mich neugierig gemacht. Glaubst du wirklich, die alten Geschichten sind wahr? Willst du mich verarschen? Hältst du mich für blöde? Nein, es sind nur finstere Zeiten. Da ist kein Platz für Ritter reinen Herzens oder glückliche Enden. Leute wie du sind selten geworden. Ja, stimmt. Die Zeiten sind beschissen. Aber für mich ist das ein Grund mehr, mich an die Geschichten zu erinnern. Meine Oma würde sagen, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, denk an den Ritter zum Schach und die edle Alondra und frag dich, was sie tun würden. Ich habe es so verinnerlicht, dass ich gar nicht anders kann, selbst wenn ich es wollte. Ich verstehe. Dann lass mich mal diesen Baum anschauen, oder? Lass mich den Baum mal ansehen. Aber vorsichtig. Okay, okay. Aber vorsichtig, du hast den Baum Axt reingejagt. Halt durch, Fräulein! Halt durch, Fräulein! So, untersuche... Oh, Moment. Wow. Was? Ist das ein Weinen im Rascheln der Blätter? Er blutet tatsächlich. Sieht aus wie Menschenblut. Und die Rinde, wie schlecht verheilte Narben. Das Medaillon vibriert wie verrückt. Da ist starke Magie am Werk. Alter. Okay, krass. Blut aus Richtung des Baums, wenn ich mir die Form des Flecks so ansehe. Alter. Ich glaub's ja wohl nicht. Er ist echt am Heulen. Ist tatsächlich wahr, oder was? Okay, aber was kann ich mir hier noch angucken? Was ist das denn hier? Der Holzfäller war schnell. Merkwürdig. Die Weide steht allein. Keine anderen Bäume in der Nähe. Sprich mit Jakob. Okay. Jakob, hör mal. Und? Hast du dir den Baum angesehen? Richtig? Er blutet tatsächlich. Ziemlich unglaublich. Sieht verrückt aus. Hab ich's nicht gesagt? Wir reden erstmal über meine Belohnung. Das scheint mir etwas krasser zu sein. Meine Hilfe ist nicht umsonst, weißt du? Du redest mit einem einfachen Holzfäller. Ich hab kein Geld. Du hast kein Geld? Gib mir 110 wenigstens. Einverstanden. Ich zahle, sobald die junge Maid befreit ist. Ah, das hab ich nicht gesagt. Ich werde sehen, was ich machen kann. Ich helfe dir. Aber erst muss ich rausfinden, wo ich anfangen soll. Brauchst du nicht. Ich weiß alles. Was? Fräulein Daphne und Ritter Gareth waren schrecklich ineinander verliebt. Doch um sich ihre Hand als würdig zu erweisen, musste sich Gareth der Hexe vom Luxfelsen stellen. Oh. Bevor Ritter Gareth zu dem Hügel ritt, gab ihm Fräulein Daphne ihr Tuch als Zeichen ihrer Gunst. Lass mich raten. Er ist nie zurückgekommen. So ist es. Sie wartete. Tag für Tag, Nacht für Nacht, hielt Ausschau nach ihm. Bis sie Wurzeln schlug und sich in einen Baum verwandelte? Warum? Ich will dir sagen, warum zum Teufel. Um da zu sein, wenn Gareth wiederkehrt, das Tuch in der Hand. So stark ist die Liebe, die Sehnsucht. Aha, okay, also braucht dieses Tuch. Du musst auf den Luxfelsen steigen und etwas finden, das Daphne befreien kann. Ich gebe dir mein Geschichtenbuch mit. Viel Glück, Hexer. Okay. Geschichten und Fabeln haben wir also bekommen. Das ist ja interessant. Der Geist von Daphne. Geh zum Luxfelsen. Plötze. Also, das ist schon... Hey,
Der arme Baum ist am Weinen, ey. Das ist schon... Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich dachte, hier ist irgendwas anderes. Irgendwas anderes im Gang oder irgendjemand will den Jungen verarschen, aber... Das sieht mir tatsächlich echt aus, muss ich sagen. Wir werden mal zu diesem Luchsfelsen reiten. Ist ja nicht so weit entfernt. Hätte ich bloß Geld für einen Arsch. Ja, hast du aber nicht. Ich hab Geld. Ich gebe dir aber nichts ab. So. Richtig mieser Hexer. So, okay. Wo ist denn jetzt dieser Luchsfelsen? Ich glaube, wir sind noch hier richtig. Wir müssen hier hoch. Soll ich denn hier hochkommen, Mann? Was ist das für eine Wegbeschreibung? So. Hier komme ich schon never hoch. Da ist doch ein Weg. Warum nehme ich denn nicht diesen Weg? Ich muss mal wieder irgendwie mich durchglitschen, weißt du? Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. So. Das ist also eine neue Markierung. Eingang. Aber muss ich nicht da hoch? Guck mal, ob ich... Ja, ich glaube nicht, dass ich von hier hochkomme, oder? Ja, wobei... Oh, ah, das war knapp. That was close. Wir kommen da nicht hoch. Von hier vielleicht. Von hier kommen wir hoch. Das ist also dieser Felsen. Aber was ist das für eine Höhle? Da waren wir auch noch nie drin. Aber ich gehe erstmal hier hoch. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn, ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.